Ja, also wir lassen die Roboter jetzt eine Weile in Ruhe arbeiten. Und ich überlege mir jetzt, was wir als nächstes so anstellen wollen. Ich sollte wahrscheinlich mehr Roboter bauen. Oder die Forschung darauf ausrichten, dass die Roboter jetzt besser werden. Ich könnte sogar in Richtung noch besserer Roboter gehen. Also die nächste MK-Stufe von Robotern. Entweder das, was denn wohl das hier wäre. Und ja, die brauchen Titan und ja, die brauchen die grünen Chips. Aber die grünen Chips können wir jetzt ja auch automatisieren. Haben wir alle schon für vorbereitet, wir müssen nur noch verbinden. Titan. Titan, da haben wir dieses Rhodolith für schon besorgt. Wir haben nur noch keine Anlage dafür gebaut, weil ich glaube, das kann man nicht einfach so einschmelzen, da musste man irgendwas machen. Aber das ist alles sehr gut machbar. MK4 braucht Silikonnitrit und braucht blaue Chips. Ha! Okay. Ja, blaue Chips können wir noch gar nicht. Aber das hier klingt machbar. Dann müssten wir nur jetzt wieder 150 von den Robotern einfangen. Das ist ein wenig doof. Wie wäre es einfach hiermit, dass sie mehr tragen können? Das müsste ungemein helfen. Und das wird auch den zukünftigen Robotern helfen. 300 lila Tränke. Ja, das klingt gut. Ich mache jetzt. Erstmal sorge ich dafür, dass hier überall lila Tränke. Ach, werden Schlangen gefordert. Okay, dann würde ich gerne lila Tränke herstellen. System, gib mir bitte Alien-Artefakte. Und gib mir bitte kleine Alien-Artefakt-Knödel, wo auch immer die jetzt sind. Ihr wisst, was ich meine. Diese Mini-Fragmente. Nein. Nein, 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 nein. Unter was sind die? Nein. Oh, da wird was zerstört. Das ist nicht gut. Ich finde die Knödel nicht. Haben die ein neues Bild bekommen oder so? Ah. Wow. Das wurde zerstört. Das sieht man nicht mehr. Was werden die Lasertürme hier gewesen sein? Ja, und hier sammelt sich auch gut was an Knödeln. Bitte. Die brauchen nur weiße Chips. Frau Stima. Ja, und ich hätte ganz gerne zwei Gates. Natürlich verdoppeln sie sich. Dann hätte ich ganz gerne die ganzen kleinen Knödel hier. Um daraus größere Knödel zu machen, um daraus wieder Tränke zu machen. So, bitte bau die da. Und schmeißt den Rest hier in die Lederkiste. Also die Leichen primär. Die da. Und das da. Das da, das da. Die ganzen Subkomponenten, die ich eigentlich gar nicht benutzen sollte, weil das System für mich die fertigen Sachen ausspuckt. So. Ja. So. So. So scheint okay zu sein. Okay. Dann mach jetzt mal die Alien Science Packs. In der Hoffnung, dass sich davon auch was verdoppelt. Weil es kommen jedes Mal 10 Stück raus. Wären jetzt also nur 140 Lila Tränke. Was jetzt nicht so wirklich viel ist. Aber ich bin mir eigentlich sicher gewesen, dass wir auch mehr. Genau, da kommen gerade noch mehr angeflogen. Also sind jetzt schon bei 240. Und ja, und die kleinen Dinger, die ich hier nicht finden kann. Hier sind alles Maschinen. Eigentlich müssten die hier irgendwo mit bei sein. Übersehe ich sie vielleicht? Das ist ein kleiner rosa Punkt. Wie kann man den übersehen? Also, kleine rosa Punkte sind auffällig. Das. Nö.
die Dinger wären fertig. Ja, Titan. Das sollte ich jetzt wohl machen. Ja, erforsch mal das da. Einfach nur, weil es Sachen braucht, die wir nicht unbedingt... Ja, doch, Magnete brauchen wir gerade. Ich forsch mal einfach gar nichts. Das klingt gut. So, die Verarbeitung läuft einigermaßen. Kann ich die... Wo sind die? Wo sind die lila Ärmchen jetzt versteckt? Also die... Ah doch, da sind sie. Genau, Titan, was auch immer. Das heißt, ich brauche jetzt Rutilit. Bitte gib mir... Rutil heißt es, okay. Gib mir Rutil und dann versuche ich das einfach mal direkt einzuschmelzen. Dann wird er mir bestimmt sagen, das geht nicht, sondern ich muss das in irgendeinem Metal-Mixing-Ding machen. So, wenn ich Rutil reinschmeiße, geht's nicht. Okay, dann nehme ich dich raus und probiere das in Electric Chemical, was auch immer. Und das kann ich nicht machen. Ich kann es nur in den komischen L-Tank, was auch immer, herstellen. Das heißt, ich gehe jetzt in den komischen L-Tank, was auch immer. Dem da. Danach mache ich weiter Lila trinke. Komisches L-Tank, was auch immer, Ding. Genau. Poppen wir dich mal hier irgendwo hin. Achso, du brauchst bestimmt wieder eine Flüssigkeit, ha? Huh? Nee, du brauchst nur Calcium, Chlorid, Carbon und Rutil. Ich gucke, was die anderen Sachen so brauchen. Schwefelsäure brauchen ein paar davon noch. Okay. Das heißt, wir könnten theoretisch hier so ein Auskippding machen für Schwefelsäure, das wir hier hinten ja auch schon haben. Ja, trotzdem. Also noch ein Auskippding für Schwefel machen, was hier hinten ist. Und das verbindet dann hier vier von diesen Electrolysern. Und die Electrolyser stellen all die Sachen her, die wir hier unten sehen. Aber erstmal Titan. Also die zwei Sachen waren es, glaube ich, nur, die Schwefelsäure brauchten. So, du bist gerne dich da. Dich da. Dich raus. Dich rein. So, was brauchst du? Du brauchst Rutil, Carbon und Calciumchlorid. So viele weiße Sachen. Calciumchlorid. Rutil. Carbon, Carbon, Carbon. Carbon. So, beschränk dich mal auf zwei Sticks. Haben wir die anderen Sachen überhaupt im System? Calciumchlorid zum Beispiel? Ich glaube nämlich gar nicht. Carbon, ja, das sehen wir ja hier. Aber das Calciumchlorid haben wir immer nur gleich weitergereicht. Zu dem da. Ja, das ist nicht gut. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch eine rote Kiste hier und ein Ärmchen da und dann go, go. Steinproduktion hält. Ja gut. Also wir haben gleich unser erstes Titan. Ich hätte gerne noch so einen Electrolyser. Bau bitte noch einen Electrolyser. Da ist unser Titan. Platten. Was auch immer. Element. Und brech die mal ab. Und wir bräuchten auch davon demnächst mal die MK2 und MK3 Variante. Das Ding ist nicht echt zu langsam. So, du geh mal dahin und du stehst jetzt bitte her. Irgendwas, was keine Schwefelsäure braucht. Nämlich genau, die Zäpfchen. Da können wir die Zäpfchen unten auch rausnehmen. Du brauchst ebenfalls Calciumchlorid, ebenfalls Carbon, aber Quarz und kein Rutilit. Das heißt, wir kopieren das ganze Ding da links einfach. Shift rechts, Shift links. Und wir nehmen das Rutilit raus und tun dafür Quarz rein. Ärmchen, Ärmchen, begrenzen dich auf 3 Stacks. Und fertig. Das heißt, wir haben jetzt auch Zäpfchen hier oben. Zäpfchen haben wir oben, Titan haben wir oben. Das heißt, das hier kann raus. Das da kann auch alles weg. Ups. Okay. Lila Kiste. Bam. Wollte ich die Roboter nicht in Ruhe arbeiten lassen? Ja, mach mal daraus eine rote Kiste. Gut. So, das weg, das weg. Und
die abreißen. Eine ganz schön lange Linie hier, die nirgendwo hinführt mehr. Das da weg. Rest lassen wir so, wie es ist. Okay. So, was wollte ich jetzt mit dem Titan herstellen? Die lila Ärmchen. Die da. Dafür brauche ich Titanium Bearing. Was auch immer Titanium Bearing ist. Das ist eben Verschluss. Und das kann man nur in Fabriken herstellen und das braucht Lubricant. Hey! Super! Also gehe hier runter. Und was zur Hölle ist das hier? Mach das weg. Ja. Also wir brauchen hier oben auch irgendeine Ecke, wo wir Fabriken haben, die Lubricant brauchen. Also hier sind die Fabriken, die Ferric Solution brauchen. Hier sind die Fabriken, die Schwefelsäure brauchen. Weiß nicht. Aber wir können es doch nicht einfach irgendwo hin. Oh, doch können wir. Ich habe einen Plan. Mach das weg, das weg. Also wir können jetzt nicht einfach das hier hinklatschen, weil hier kommen ja überall die hin. Aber wir können das Auskipp-Ding hier hin tun. Dann machen wir hier einfach 1, 2, 3, 4 Fabriken hin, die dann Lubricant bekommen können. Das heißt, wir bauen dich dahin. Mit rein und raus. Du hättest gerne Lubricant Barrel. 20 Stück. Du würdest gerne Lubricant auskippen. Und dann tust du das hier oben gleich in irgendwelche Fabriken, die wir erst noch hinstellen müssen. Blub, 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 blub. Genau. Wo sind die Untergrundigen? Da. Und da nach da, damit man durchlaufen kann. So, du stellst jetzt bitte her die Titanium Bearings. Und machst dann hier ein Untergrundding nach da. Damit der Gyrogon in der Zukunft hoffentlich merkt, dass ich hier die Fabriken hinhaben möchte, die mit Lubricant arbeiten. Was dann auch zum Beispiel die roten Engines wären. Genau. Problem. Kisten. Es ist sogar ein relativ großes Problem. Das heißt, wir müssen das anders regeln. Das da muss weg. Das muss durchgängig sein. Und dann müssen wir hier unten quasi um ein zwei versetzt sogar das machen. Das haut nicht hin. Du bist da im Weg. Ja, nee, tut mir leid. Du stehst dem Fortschritt im Weg. So. Wir brauchen rotes und links. So, 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 so. Du, 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 du. Wir brauchen mehr Kisten. Kisten, 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 Kisten. Gut. Genau, du brauchst Titanplatten, Titanball. Titanball. Titanplatten. Keine 500 und 200. Nur so, keine Ahnung, 20. 20. So, genau. Und dann müssen wir noch so anschließen, dass auch das Lubricant weiterfließt. Von da nach da nämlich. Und von da nach da. Und dann kommen hier die Rohre hin. So, das heißt, hier ist jetzt ein bisschen komisches Niemandsland. Aber es haut schon irgendwie hin. So, und du brauchst nur normale Engines. Richtig? Oh ne, und braune Chips, okay. Braune Chips. So. Und dich beschränken wir mal, sonst vergessen wir ihn später wieder. So, klapp, 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 klapp. Du brauchst noch Bälle. Blub, blub, blub. Müssen wir auch automatisieren noch. Gehen wir da rein. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich lila Ärmchen bauen?
Jetzt kann ich die Lärmchen bauen. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie schnell die sind. Ob die wirklich schneller sind als die schnellen. So, muss ich da hinten testen. Aber ich kann das einfach direkt daneben bappen und dann optisch gucken, was sich schneller bewegt, was schwierig sein könnte. Ich denke, das beantwortet die Frage. Das Ding cheatet. Ja, das wird alles weggenascht, wie nichts Gutes. Das Ärmchen, da kriegt ja keine Arbeit mehr ab. Okay. So. Ich brauche mehr von den roten Bells. Jo, dürfte zu keinem Stau mehr hier kommen. Sobald erstmal alles mit roten Fließbändern ist. Wenn wir dann später umschwenken auf MK3-Schmelzöfen, dann könnte es noch zu Problemen führen. Aber dann bauen wir einfach hellblaue Fließbänder. Oder arbeiten direkt mit überall einfach Kisten hin, dass die Roboter wieder alles machen. Also die... dass jede Furnace eine extra rote Kiste hat. Genau. So, damit wären wir fertig mit denen hier alle auf MK2 bringen. Schön, 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 schön. So, die ganzen lila Tränke habe ich ganz vergessen. Mehr. Das sind zu wenig gewesen. Naja, ist auf jeden Fall schon mal Anfang. Gut, wie sieht es mit Ressourcen aus? Eisenplatten 69.000, Kupferplatten 28.000, obwohl wir zwei umgestellt haben Richtung Kupfer. Ist trotzdem ein sehr schöner Puffer. Gut, was habe ich noch vergessen? Die grüne Chip-Produktion theoretisch automatisieren. Wobei das sehr beschränkt sein muss, weil das frisst so viele Ressourcen. Und in den nächsten Folgen kann ich dann die Sachen unten abreißen, die wir jetzt hier oben neu aufgebaut haben. Wie zum Beispiel die rote Engine-Geschichte, falls wir die schon abgerissen haben. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und die Zäpfchen. Und ja, das war schon fast. Ja. Und dann weiter daran arbeiten, ja, das zu ersetzen. Aber es sieht schon wesentlich aufgeräumter aus. Oh, und ich sollte in den nächsten Folgen auch wieder anfangen, mehr von den Türmen hier zu bauen. Und Sandmauern. Und das alles erstmal ersetzen. Ach ja, und falls ihr es noch nicht in den Kommentaren geschrieben habt, wäre echt super, wie funktioniert das mit dem Ding, mit dem Upgrade-Planner? Der will nicht so wirklich, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber na gut, bis gleich.